Hallo Leute und willkommen zurück zu den Ender Games. Ist ja schon wieder ein bisschen her. Ihr seht unten, ich habe 15.700 Coins derzeit. Bedeutet, bald ist auch schon wieder ein neues Kit drin. Was haben wir diesmal? Wir haben das Deep Kit. Das Ganze ist, ja, weil ich kein Kit wählen konnte. Ich glaube, ich habe zwischendurch mal versucht, einen Part aufzunehmen, der aber nichts wurde. Da habe ich zufälliges Kit ausgewählt. Das gibt es nämlich auch die Funktion, ein zufälliges zu wählen. Da kam dann der Dieb raus. Den haben wir jetzt auch, weil, wie gesagt, gerade konnte man kein Kit auswählen. Und ja, dann gucken wir mal, was wir damit reißen können. Deep Kit ist ja jetzt nicht so mein Favorite, aber... Oh, das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Bei den Kisten. So. Höp. Nice geworfen, die Enderperle. Direkt an die Kiste. Da hinten haben wir noch... eine, die holen wir uns noch und dann können wir auch schon, denke ich, craften. Ja, wir haben richtig viel Gold, ein paar Dias, wenn ich das Inventar aufmache, wahrscheinlich auch noch ein bisschen Eisen. Bedeutet, eine sehr gute Grundlage. Und oh, ja okay, Eisen ist leider nicht so viel geworden, wie ich dachte, aber okay. Vier Heiltränke sind auf jeden Fall auch sehr nice. So, hoffentlich hat niemand einen Switcher neben uns oder so, da hätte ich jetzt nicht so Lust drauf. Dann machen wir uns noch Eisenschuhe. Goldbrustpanzer und Goldhelm. Und dann haben wir auf jeden Fall schon ganz nette Sachen. Ich frage mich, warum es immer darauf hinausläuft, dass man sich als letztes eine Hose macht. Ich glaube, das ist einfach, weil diese Anzahl, die man dafür braucht, so unnatürlich ist. Ja, das wird sein. So, Wassereimer lege ich mir mal noch rein. Und ja, ich bin schon ganz zufrieden mit den Sachen, die wir haben. Problem immer noch beim Deep Kit, man sieht halt einfach nicht, was man aufnimmt, wenn man so eine Kiste aufmacht. Finde ich ein bisschen nervig tatsächlich. Da hinten hätten wir einen Speedblock, den werde ich mir gleich snacken. Und dann gehen wir Richtung Gegner, weil wir haben ja schon recht gute Sachen. Wobei, wir können noch verzaubern. Ja, okay. Da vorne ist halt schon der Gegner, dann werde ich doch erst auf ihn gehen. Das ist ein Ungeheuer. Das ist auf jeden Fall gut, wenn wir den direkt aus dem Rennen nehmen. Ja, komm schon. Und tschüss. So. Dann hätten wir jetzt hier noch unsere Hose, genau. Noch mehr Erfahrung. Ja, wahrscheinlich wird der Table jetzt jeden Moment weggetauscht, könnte ich mir vorstellen. Oder ich. Und dann haben wir unsere Sachen nicht mehr, aber Schärfe und Stärke. Sehr gut. Essen wollte ich hier noch haben und das können wir auch noch rein. Wunderbar. Also das läuft bis jetzt. Bessere Hose wäre natürlich noch zu wünschen. Da vorne... war das ein Team? Hm. Ich bin auf jeden Fall in einer Teams-Erlaubt-Runde, also kann das hier durchaus vorkommen. Ich finde das immer noch so ungewohnt, dass es bei Ender Games Teams und Teams Allowed und Teams nicht Allowed ist, gibt. Ich weiß auch gar nicht, in welcher Lobby man rein muss, dass keine Teams sind, beziehungsweise wo das in der Lobby zu finden ist. Aber ist ja auch egal, ob jetzt mit oder ohne Teams. Ja, okay, macht schon einen Unterschied, weil hier kann man theoretisch echt gut Spawn-Trap und so weiter machen. Deswegen ist Team vielleicht doch relativ sinnvoll. Aber dadurch, dass die Leute halt immer getauscht werden und so weiter, gestaltet sich das, denke ich, als relativ schwierig. So. Jawoll! Drei Schüsse mit unserem Stärkebogen. Er hat halt nur diese Lederrüstung, die man schon von Anfang an hat als Barbar. Und ja, die macht jetzt nicht so viel Schutz. Ich würde ganz gerne eigentlich mit, bevor ich mir jetzt irgendwie noch Diaschuhe oder so mache, darauf warten, aufs Eisen oder... Dias eine Hose zu machen, aber hier ist nirgends Eisen drin, wenn ich das richtig sehe. So, da liegt Fleisch. Ja, dann öffnen wir jetzt noch ein paar Kisten und versuchen das zusammenzubekommen. Neun, da guck mal einer an, da war Eisen drin. So, oder machen wir uns jetzt einen Brustpanzer daraus? Ah, das ist jetzt die große Frage. Ich mach mal das hier. Und ja, komm, dann machen wir uns die Diaschuhe halt. So, dann fehlt jetzt nur noch ein besserer Brustpanzer und dann sind wir zufrieden. Ein paar Pfeile vielleicht mehr, wäre auch nicht schlecht. Habe ich jetzt auch nur noch 15, das ist jetzt nicht die Welt. Aber passt schon, so. Dann Feuerzeuge zusammen craften. Bringen uns vermutlich sowieso nicht so viel, weil hier ist ja relativ schneeig. Und ich glaube, auf Schnee kann man kein Feuer platzieren. Das muss ich jetzt ausprobieren. Ob ich ihn... jawohl, er hatte nämlich keine Rüstung an. Und dann ist man doch sehr schnell down bei einem Stärkebogen. So, okay, da kommt einer. Beziehungsweise da geht wieder einer. Alter! Was sind das denn für Leute? Die haben alle so wenig Leben. Und ja, er hat sich auch sehr lange überlegt, ob er wirklich auf mich zurennen will, glaube ich. So, Moment, dann machen wir das anders. Legen wir das Feuerzeug weg. Oh, jetzt hat da jemand ein paar coole Sachen bekommen, vermutlich. Naja, wird schon schicken.
Wo ist der Gegner? Da ist er. Oh, er hat Regenerationstrank und so. Wir treffen aber echt gut. Oh, Gifttrank ist weniger cool. Okay. Ich hoffe, er ist weit entfernt. Ja, ist er. Okay. Uns dürfte in der Theorie jetzt nichts passieren. Wir bleiben zwar auf einem halben Leben, weil... Ja, er hat uns voll mit der Vergiftung getroffen. Das dachte ich mir schon. Also, hätte er den Kampf ein bisschen rausgezögert, wären wir ziemlich sicher down gegangen. So, hatten wir ein bisschen Glück, muss ich sagen. So, den Eisenbrustpanzer wollte ich haben. Liegen hier noch Dias rum, sieht nicht so aus. Ich gebe mir vorsichtshalber mal... Ah, ist schon wieder vorbei. Moment, ich würde mir eigentlich lieber die einzelnen Tränke geben, weil die gebe ich mir nachher sowieso nicht. Und dann haben wir jetzt noch 3 gestackt. Ich denke, das war die bessere Variante. So, wie viele sind wir noch? 2 Spieler. Hier laggt es jetzt gerade ein bisschen. Ich weiß nicht wieso. F3 und A. Mal gucken. Ja, jetzt hat sich wieder eingependelt. Sehr schön. Den sollten wir jetzt eigentlich auch noch hinbekommen, oder? Komm, Leute. Schaffen wir. Wir haben zwar nicht das Top-Equip, muss man sagen. Also die Rüstung ja wirklich nur die Schuhe. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass er Besseres hat. Ja, er hat nämlich auch noch einen Helm. Hm. Okay, er geht ins Wasser. Das ist interessant. Hä? Er kriegt... Ah doch, er kriegt Knockback. Ich wollte gerade sagen, das sah mysteriös aus, aber passt schon. Oh, er hat auch Goldapfel gegessen. Und er hat sich gekillt mit der Enderperle. Okay. Statistik diese Runde, das ist neu. Habe ich noch gar nicht gesehen. Tode 0. Ja, okay, das macht Sinn, wenn man gewonnen hat. 10 geöffnete Kisten, Teleportationen 4. Gewonnen. Ja. Okay. Ist auf jeden Fall ganz nett, dass es angezeigt wird, auch wenn es ziemlich unnötig ist, weil es rechts auch steht. Bis auf die Teleportationen, die stehen da nicht. So, kleiner Cut. Wir nehmen jetzt hier nämlich zufälliges Kit und wir bekommen einfach irgendeins von denen, die wir bereits freigeschaltet haben. Ich wollte jetzt nicht noch eine Runde mit dem Dieb spielen, was gerade der Fall gewesen wäre, weil ich, weil es so schnell losging, nicht mehr wählen konnte und wir haben den Zielsucher bekommen. Okay. Ja, ist jetzt auch nicht so das Kreativste, was der Zufall uns da bereitgelegt hat, aber schon okay. Und, ach, jetzt müssen wir uns ja hier bei den Kisten anstrengen, was zu bekommen. Oh nein. Jetzt bin ich auf der Wüstenseite, wo es vermutlich keine Bäume hat. Gefällt mir ja nicht so. Aber hey, vielleicht werden wir nochmal getauscht. Sieht aber nicht so aus. Und Lava-Eimer, ja, wäre jetzt auch nicht so wichtig gewesen. Gehen wir einfach mal hier lang. Das haben sich anscheinend auch ein paar andere gedacht. Hier gehen nämlich eine ganze Menge Leute lang. Ja, gut. War auch zu vermuten. Denn am Anfang gehen die meisten Leute halt eher Richtung Wald statt Richtung Wüste. Macht ja auch Sinn, weil man Holz braucht. Gut, wir versuchen uns trotzdem mal noch die Kiste hier vorne zu snacken, bevor wir uns Holz abbauen. Jo, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ach komm, dann sammeln wir jetzt erstmal die Kisten hier ein. Wenn hier sonst gerade niemand rumlungert. Und da haben wir noch eine. Ja, da lohnt sich die Enderperle jetzt nicht. Die paar Meter kriege ich noch hin. Zu Fuß. So, und da hinten hat es auch nochmal Bäume. Das ist ganz nice. Ich hoffe, die sind außerhalb der Welt. Oh Mann. So viel dazu. Das Gute mit dem Zielsucher ist, man hat ja von Anfang an eine Waffe. Hey, ich will dir kein Holz klauen oder so. Du stellst doch gleich eine Werkbank auf, oder? Ja, du stellst eine Werkbank auf, danke. Die verwende ich doch direkt mit. So. Wir haben jetzt keine Zeit, uns noch Rüstung zu machen. Oh Gott. Ah, er rennt. Freiwillig, oder? Nee, tut er nicht. Er rennt aber freiwillig ins Feuer. Oh, und stirbt. Okay. Achso, er war schon unter Hälfte Leben wegen dem Feuer, glaube ich. Und deswegen haben wir ihn gewonnen-hittet, weil wir den Buff bekommen. Ich bin mir nicht mehr sicher, was wir für einen bekommen. Ich glaube Stärke oder sowas. Und damals war das Kit echt ziemlich overpowered. Mittlerweile haben sie es wahrscheinlich ein bisschen abgeschwächt, aber scheint trotzdem noch relativ stark zu sein. So, Werkbank können wir uns noch craften, wunderbar. Und 36 Blöcke, der müsste da oben irgendwo auf dem Berg rumlungern. Hi! Na? Ich glaube, das war ein Känguru, wenn ich das vorhin richtig gesehen habe. Was ist passiert? Oh Gott. Ich wurde getauscht und er hat weniger Leben. Jawohl, und er hat sich nochmal irgendwie... Hä? Was war das denn für eine Aktion? Wovon werde ich getroffen? Oh Gott, was war das denn? Hallo? Okay, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ja, wenn ich jetzt... Oh Gott. Ja, ich verreck an dem einfachsten Typen, ey. Oh Mann, ich habe aber gerade echt nicht gecheckt, was mich da angegriffen hat, ey. So ein winziges
Wandelwesen, Ender Silberfisch. Ist das irgendwie ein neues Kit oder so? Ich hab keinen Plan. Ja, und jetzt ist schon wieder so, dass wir kein Kit auswählen können, wenn wir vermutlich den Zielsucher nochmal bekommen. Naja, dann sehen wir uns gleich in der Runde. Okay, ich wurde sowieso gekickt, bedeutet, ich konnte nochmal den Zufall auswählen und wir haben bekommen... das Link-Kit. Hey, das haben wir... ja, okay, das hatten wir die letzten Parts, glaube ich, schon mal irgendwann. Aber passt schon. Ich finde das Link-Kit immer wieder cool. Also ist eins meiner Lieblingskits, würde ich beinahe sagen. So, zack, ist das hier Schnelligkeit, genau. Hoppa, gönnen wir uns doch direkt. Und, ja, okay, war klar, dass da noch jemand landet. Er hat sich viel zu weit geportet. Ah, nein, das war gar nicht er. Okay, Kiste ist sowieso weg. Was habe ich auf dem Schwert hier? Haltbarkeit nur, okay. Ja, wir können uns ja ein Eisenschwert machen schon und Eisenschuhe. Und, oh, so viel dazu. Jetzt können wir uns auch was Schöneres machen als Schuhe. Sehr gut. Und wir hätten ja auch noch einen Verzauberungstisch. Ich habe ja gerade noch Level-Dinger bekommen. Enchantment Bottles. Und mal gucken. Ja, es sind zwei. Okay, dann könnte das für ein Level reichen. Mit ein bisschen Glück können wir dann unser Eisenschwert verzaubern noch. Ah, wobei, der wird sich wahrscheinlich, bis ich hier fertig gecraftet habe, schon wieder weggeportet haben. Diese nulle Ewigkeit verschwunden und verschulden. Aber passt schon. Oh, Brustpanzer hatten wir schon. Da hätte ich mir lieber eine Hose gemacht, vielleicht. Naja, so ist er noch... ja, er hat sich genau in dem Moment weggeportet. Das war so klar. Die Kiste hatte ich schon. Oh Gott. Dead Legs. Da vorne hätten wir einen Gegner, der hat nicht so gutes Zeug. Hinter uns ist auch jemand. 10 Blöcke. 9 Blöcke. Hi. Ah, es ist ein Ungeheuer. Okay. Mit ein bisschen Glück, wenn der kein Aim hat, können wir den snacken. Genau. Die Regeneration, letztes Mal habe ich mich da ja drüber gewundert, bekommen wir übrigens nur, wenn wir einen Kill gemacht haben, dass diese Extraherzen schneller regenerieren. Ist eigentlich eine ganz gute Neuerung, muss ich sagen, weil sonst hatte man halt immer deutlich mehr Leben als Maximum, aber die hat man halt einfach nie regeneriert. Und diesen Resistenzbuff hat man übrigens auch nur noch zu Beginn des Spiels. Jetzt noch 1 Minute 13, genau. Das hat mich nämlich letztes Mal auch gewundert, als ich im Nachhinein geguckt habe, weil da hatte ich den gar nicht mehr, den Resistenzbuff. So, komm schon. Dich hätte ich ganz gerne, genau. Du hast nämlich noch ein bisschen Rüstung gehabt, die wir schnell anziehen sollten, weil da kommt schon der nächste. Wir haben noch den Resistenzbuff. Bedeutet, das könnte was werden. Yep. Und 25 Blöcke direkt der nächste. Oh Gott. Es geht mir hier gerade ein bisschen zu schnell, muss ich sagen. Okay, wir wurden weggetauscht. Und 130 Blöcke. Sehr gut. Dann können wir jetzt erstmal chillen, gucken, was wir haben. Nichts Gescheites. Okay. Sehr schön. Oh Mann, wir haben ja echt gar nichts von denen bekommen. Vielleicht habe ich es auch nicht eingesammelt, das kann natürlich auch sein. Aber 30 Sekunden haben wir noch Resistenz, damit werden wir wahrscheinlich keinen mehr bekommen. Und wir sind aber jetzt auf den 10 Herzen. Bedeutet, ab jetzt ist alles Bonus, was wir killen oder was wir geportet werden. Sehr gut auf jeden Fall. Schwierigsten Teil schon mal überstanden. Wobei, ja, mit dem Resistenzbuff ist halt fraglich, ob man das überhaupt den schwierigen Teil nennen kann. Vielleicht kommt er auch erst jetzt, wenn ich halt die normalen Leben habe wieder. Und nicht so viel besseres Equip. Das kann man natürlich auch so sehen. Und da unten sind einige Spieler. 2 habe ich zumindest gesehen. Sollen wir es versuchen? Er hat gerade gekämpft, ich versuch's. Aber er wird mich vermutlich killen. Nein, 1,5 Herz. Ja, ich muss es versuchen. Berserker? Oh, dann war es vielleicht gar nicht so... gut, dass er gerade jemanden gekillt hatte davor, weil ich glaube, da bekommt man Resistenzbuff. Na, kann man ja nicht mit ahnen, dass es ein Berserker ist. Und ich dachte, vielleicht hat er weniger Leben. Wäre wieder mal eine Situation gewesen, wo einem natürlich hier, wie heißt es denn, Damage Indicator geholfen hätte. Aber ich bin da tatsächlich nicht so der Freund von. Ich finde, man sollte das einschätzen können einigermaßen. Und wer die Kunst nicht beherrscht, der muss halt zu so Mitteln greifen. Ich beherrsche sie nicht und greife trotzdem nicht so Mitteln, deswegen, naja, verdient verloren und ich denke, mit den 3 mittelmäßigen Runden war es das dann auch für den Part. Ich hoffe natürlich, wie immer, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann und tschüss!